me down easy. For your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel to stay here alone, I know it's all over. But the last goodbye. The subject for tonight's lecture is rhythm. The beat. The driving force that holds our lives together. And so tonight we say, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin. Hip hip, chin chin, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin. Den Moderator Sebastian. Hallo Berlin. Einen Applaus für unsere Band und für die geilen Tänzer. Herzlich willkommen zum vorletzten Agendapunkt des heutigen Tages, weil wir sind kurz vor der Party. Und wer von euch hat Lust auf Party? Einmal? Sehr gut. Es macht es mir ein bisschen schwerer, jetzt eure Aufmerksamkeit zu behalten. Aber Abendessen, ein paar waren auch, glaube ich, hungrig dabei. Lehnt euch nochmal zurück. Ihr seht, ich habe Moderationskarten in der Hand. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, also entspannt euch. Lasst mich jetzt einfach die nächsten 4,5 Stunden ganz entspannt hier durchs Programm führen. Und dann schauen wir, wer heute Abend die Preisträger sind.
Wir haben natürlich kein 4,5-Stunden-Programm. Wir haben ein kleines, knackiges Programm für euch vorbereitet. Ihr seht, da stehen 4 Awards. Wir machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Das ist die 3. Ausgabe der Voices Awards. Wir haben das jetzt zum 2. Mal live. Und ich freue mich ganz besonders, euch heute hier durchs Programm führen zu können. Und warum machen wir das eigentlich? Ihr habt sicherlich ganz viel miteinander gesprochen. Ihr habt gemerkt, wie stolz andere Kommunikatoren und Kommunikatorinnen sind, was sie jeden Tag leisten, wie sehr sie Menschen bewegen, wie sehr sie auch Unternehmen bewegen. Und diese Menschen, die stolz darauf sind, dass sie was erreicht haben, denen wollen wir hier auch eine Bühne bieten und ihnen die Möglichkeit geben zu sagen, hey, liebe Belegschaft, liebes Management, hier ist ein Wort, wir machen wirklich richtig coole Sachen. Und ich erinnere mich an letztes Jahr, da hat Haver und Böker einen Voices Award gewonnen und ich habe die ein paar Monate später auf einer Konferenz getroffen und dann haben sie gesagt, ja, wir saßen da ganz entspannt in der Ecke, wir hatten schon Kommunikation vorbereitet, wir sind unter den Top 3, das ist schon richtig gut und plötzlich standen sie auf der Bühne und hatten den Award in der Hand und mussten ihre komplette Kommunikation nochmal umstellen. Also auch nominiert zu sein für so einen Award ist vielleicht schon mal was. Und wenn ihr sagt, das, was ihr macht, ist richtig gut, bewerbt euch nächstes Jahr. Wir machen das nächstes Jahr wieder. Vielleicht nicht mit diesen Kategorien, die wir heute haben, aber definitiv wird es wieder einen Voices Award geben. Das heißt, bewerbt euch. Wir hatten dieses Jahr 41 Einsendungen. Wir machen diese 4 Kategorien nacheinander und schauen uns an, wer sind die Finalisten. Wer ist am Ende der Gewinner? Und wir haben ein paar Gäste dabei, weil ich möchte ja nicht die ganze Zeit hier euch durchführen und nur alleine hier stehen. Wir machen das mit Laudatoren und Laudatorinnen. Und wir haben ganz am Ende noch einen besonderen Award, weil die ersten 3 sind von der Jury schon, sind die Gewinner ausgewählt worden. Beim letzten Award kommt ihr ins Spiel. Der letzte Award ist ein Publikums-Award. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast. Ihr habt das vielleicht auf der Agenda schon gesehen. Aber ich will gar nicht so viel reden. Wir starten mit der ersten Kategorie und die erste Kategorie, wie könnte es anders sein, ist Best Launch Strategy, weil damit fängt in der Regel alles an. Der Launch steht am Anfang und für die, die irgendwie schon eine Mitarbeiter-App eingeführt haben, ein Intranet eingeführt haben, die wissen, wie wichtig so ein Launch für so ein Projekt ist. Damit steht und fällt der Erfolg gerade in den ersten Monaten und Jahren. Und genau deswegen haben wir dafür einen Award. Und wir haben einen Laudator, meinen geschätzten Kollegen Tommy Veron. Tommy, komm bitte zu mir auf die Bühne. Schönen guten Nachmittag zusammen. Ich freue mich extrem, hier zu sein. Wenn wir als CSMs, als Customer Success Manager, anfangen, mit unseren Kunden zu arbeiten, dann sind meistens 2 Dinge bei den Kunden im Kopf. Erstens, wie meistere ich diesen Projektplan mit all den To-Dos und den Deadlines und so weiter? Und dann ist eigentlich der Sprung, wie ist das eigentlich, wenn die Plattform läuft? Aber dazwischen, da gibt es noch ein bisschen was zu tun, denn da steht der Launch. Und die passende Launch-Strategie ist genauso individuell, wie sie auch wichtig ist. Schließlich wollen wir möglichst viele Kolleginnen und Kollegen auf dieser neuen Plattform begrüßen. Und wahrscheinlich mit einer der häufigsten Fragen, wie machen das denn andere? Habt ihr Beispiele? Also klar, haben wir Beispiele, die teilen wir auch mit euch, da sind wir nicht so. Aber was sich immer wieder bewährt und auch lohnt, wer sind eigentlich die unterschiedlichen Zielgruppen in meinem Unternehmen und was wollen die eigentlich und was brauchen die? Na, das ist nicht nur etwas, was ihr für die Launch-Strategie nutzen könnt, sondern auch weit darüber hinaus. Mit diesem Wissen und der passenden eigenen Launch-Strategie wird dieser Übergang von diesem Projektmodus bis zum Launch gelingen. Und es spüren dann alle, hier entsteht was ganz Neues, was das ganze Unternehmen transformieren kann und einfach die komplette Arbeit verändern kann. Unseren 3 Finalisten ist das ganz, ganz besonders gut gelungen und die möchte ich euch kurz nennen. Es ist Hen aus Dornbirn in Österreich mit ihrer Plattform Henry. Es ist TM Ausbau aus Puchheim bei München mit ihrer Baubase. Und Easy Software aus Essen mit Hi Easy.
dein persönlicher in die Oscar Goes To Moment. Einmal der goldene Umschlag. Bevor wir den aufmachen, herzlichen Dank an alle, die was eingesendet haben, sich die Zeit und Mühe gemacht haben. Aber jetzt wird es spannend. Und der Award für die Best Launch Strategy geht an TM Ausbau. Kommt zu uns! Kommt auf die Bühne! Ganz herzlichen Glückwunsch! Ganz herzlichen Glückwunsch! Tommy, hinter dir? Danke. Das habt ihr euch super verdient. Kleine Anekdote, ich bin ganz besonders gerührt, ich hatte nichts mit der Entscheidung zu tun, aber TM Ausbau war der allererste Kunde, den ich betreuen durfte, als ich zu Staffbase gekommen bin. Deswegen freut es mich ganz besonders. Ihr dürft die nachher beide gerne halten. Ein paar Fragen? Ein paar Fragen. Wird nicht schlimm, alles gut. Was lief bei euch eigentlich anders als geplant, wenn ihr an den Launch denkt? Ich meine, man hat großen Plan gemacht. Was lief vielleicht besser oder auch schlechter, als ihr euch vorgestellt hattet? Also ich glaube, ganz am Anfang haben wir nicht mit dem Aufwand gerechnet. Wir waren so am Anfang, ja, wir führen es irgendwie ein, es gibt ein paar Plakate. Und dann haben wir uns ja mit euch zusammengesetzt und meinten, nee, irgendwie da braucht es was anderes, da braucht es was Cooleres, irgendwie, wie wir die Menschen einfach besser erreichen. Weil mit unseren Baustellen, mit den Leuten, die sind einfach nicht da und die sind nicht vor Ort. Und dann haben wir innerhalb von 2 Monaten ein gesamtes Launch-Konzept mit 6 Events aufgestellt, mit allem drum und dran, was ging, und wirklich alle Leute möglichst versucht ins Büro zu holen, persönlich abzuholen und so die Leute zu erreichen, ja. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auch Customer Success Manager bei Staffbase. Was sind so 1, 2 Sätze, die ihr vielleicht euren Kunden, die ihr betreut, mitgebt, wenn ihr so an den Launch von einem fiktiven Kunden denkt? Ja, auf jeden Fall. Bleibt kreativ, seid kreativ, geht auch mal andere Wege, denkt um die Ecke. Das hat sich bei uns auch sehr bewährt. Wir haben Leute auf der Baustelle, Leute im Büro, die ticken alle total unterschiedlich. Und ja, seid kreativ und bleibt euch treu und macht euer Ding. Vielen Dank. Letzte Frage, dann könnt ihr euren Applaus und den Award genießen. Sollen wir das krachen lassen auf den Launch-Partys in unsere Best Practices aufnehmen, dass das einfach essentiell ist für den Erfolg der Plattform? Ja. Gekauft. Dann ist hier euer Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Mit der Band funktioniert einfach. Das ist ein Traum, Matthias. So, wir kommen direkt zur zweiten Kategorie. Danke. Und ihr seht es schon, die zweite Kategorie trägt den schönen Namen Better Together. Und was liegt da näher, als 2 Laudatorinnen auf die Bühne zu holen? Und ich bitte einmal meine Kollegin Lara Videra und Marco Müller auf die Bühne. Wer sich vielleicht noch an das Motto von dieser Konferenz erinnern kann, trotz der ganzen Highlights, die wir heute schon hatten, das lautet ja zusammen. Und deswegen brauchten wir definitiv auch einen Award, der Better Together heißt. Und Sebastian hat es jetzt schon gesagt, deswegen stehen Marco und ich auch gemeinsam auf der Bühne, um das Ganze zusammen zu präsentieren. Und wenn wir über Kommunikation sprechen, sprechen wir aus unserer Sicht automatisch immer über Menschen, über Zusammenkommen, über Beziehungen, über Zusammenhalt und Gemeinschaft. Und das ist eigentlich über alle Bereiche hinweg bei Staffbase etwas, was uns unglaublich stolz macht, wenn wir sehen,
dass unsere Kunden in ganz vielen positiven Momenten, aber vielleicht auch in manchen kritischen Momenten beweisen, dass sie durch Kommunikation besser zusammenarbeiten, mehr Zusammenhalt schaffen, Zugehörigkeit vermitteln im Unternehmen, dass wir spüren, dass Gemeinschaft gestärkt wird. Und das bemerken wir vor allem, wenn wir Mitarbeitenden eine Stimme geben können, Mitarbeitende partizipieren können und wir somit immer weiter mehr zusammenwachsen im Unternehmen und eben better together, besser zusammenarbeiten können. Ich glaube, ganz besonders haben wir das in der Pandemie bemerkt. Da ist dieses Zusammenkommen und dieses Zusammenarbeiten erstmal ein bisschen stillgelegt worden. Wir mussten uns alle ein bisschen neu sortieren und gucken, wie Zusammenarbeit jetzt funktionieren kann. Gerade da ist natürlich auch das A und O Kommunikation, vielleicht teilweise auf anderen Wegen. Trotzdem haben wir über ganz viele digitale Kanäle geschafft, zusammenzukommen. Und ich glaube, wir haben nach der Pandemie alle gemerkt, wie wertvoll das ist, dass wir jetzt hier alle wieder in einem Raum sitzen können. Von daher, das Thema Better Together, zusammen sein, zusammenarbeiten, gemeinsam Projekte zum Erfolg bringen, ist etwas, was aus unserer Sicht einen Award verdient hat. Und ich würde dich jetzt bitten, Marco, dass du die drei Finalisten für diese Kategorie vorstellst. Sehr gerne. Ich möchte aber noch vorher ein paar Worte erwähnen. Diese drei Finalisten, das zeigt ein bisschen dieses Better Together, dass wir alle eine Gemeinschaft sind. Das sind drei Cases, drei Projekte, die aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen. Ganz unterschiedliche Unternehmensgrößen, ganz unterschiedliche Ansätze. Und wir sind alle eine große Community hier. Und ich merke das zwischendurch, wie viel ja eigentlich untereinander gechattet wird, Erfahrungen ausgetauscht werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der große Benefit, den ja jeder hoffentlich auch mitnimmt. Und deshalb haben wir, ich möchte die drei Cases mal vorstellen, angefangen mit einer Branche, die wirklich auch viel Beifall verdient hat, nämlich die Gesundheitsbranche. Das ist die katholische Hospitalvereinigung. Und die hat es geschafft, mit einer App-Lösung die interne Kommunikation sehr, sehr effizient zu gestalten und ein Wir-Gefühl zu erbringen. Und das haben sie gemacht mit einem Piloten in der Radiologie. Der zweite Case ist Riverty. Riverty ist ein großer Finanzdienstleister, Teil von Bertelsmann. Und die hatten die Herausforderung, einen neuen Brand einzuführen, einen neuen Namen einzuführen, aber alle Mitarbeiter mitzunehmen. Das ist sehr, sehr gut gelungen mit einem Social Intranet und mit vielen schönen Kampagnen drin. Und der dritte Case ist von der Telekom MMS, einer der größten Dienstleister auch in der Digitalisierung, die es sehr gut geschafft haben, mit einer Kampagne, einer Kampagne mit ihren eigenen Mitarbeitern, die Mitarbeiter zu Fans zu machen und das wieder nach außen zu geben an die Kunden, also dieses Wir-Gefühl von innen zu nutzen, um auch Kunden und auch zukünftige Mitarbeiter von diesem Brand und von dieser Initiative zu begeistern. Und jetzt bin ich mal gespannt. Marco, dein Umschlag? Wer denn gewonnen hat? Es hat gewonnen das Team Riverty. Herzlichen Glückwunsch. Wem darf ich das machen? Herzlichen Glückwunsch. Toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch von uns beiden an euch. Jetzt müssen wir euch auch direkt mit einer Frage belagern, bevor ihr uns wieder weglauft. Und zwar würde uns interessieren und wahrscheinlich auch alle anderen hier im Publikum, ob es einen Auslöser oder einen Motivator oder vielleicht auch von irgendwo eine Ansage gab, was dazu geführt hat, dass ihr dieses Projekt in Angriff genommen habt und halt auch mit so viel Engagement dann gestartet seid. Vielleicht könnt ihr ein paar Sätze dazu teilen. Wer von euch möchte starten? Ich hoffe, es ist an. Ich fange mal an. Wir sind uns in der Pandemie, wie ihr schon gesagt habt, darüber im Klaren geworden als Unternehmen, dass wir anders kommunizieren müssen als früher, dass wir näher an den Menschen kommunizieren müssen, dass wir mehr auf unsere Mitarbeitenden hören müssen. Und dann ist bei uns im Board relativ schnell die Erkenntnis gekommen, wir brauchen dafür ein besseres Tool, wir brauchen dafür andere Lösungen. Und dann haben wir im Grunde in einem anderthalb Jahre langen Prozess, über den ich morgen früh auch gerne ein bisschen mehr erzähle auf der Lila-Bühne, haben wir diese Lösung an den Start gebracht.
und versucht eben so breit wie möglich, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Und ich denke, wir sind da auf einen sehr, sehr guten Weg gekommen. Absolut. Dankeschön. Ich würde gerne noch mal eine... Du hast jetzt davon gesprochen, warum ihr das gemacht habt. Jetzt habt ihr es ja schon eingeführt, ihr seid ja schon ein Stück weiter. Könnt ihr ein bisschen was teilen, was sind so die Erfolge, die ihr eigentlich feiern konntet oder aktuell feiern könnt? Also ich glaube, die größten Erfolge sind tatsächlich, dass wir mittlerweile einfach mehr. Ja, verschiedene Kanäle haben, wo wir die Mitarbeitenden auch immer wieder aktivieren, selbst aktiv zu werden. Also ob das jetzt Challenges sind, wir haben verschiedene News-Kanäle, auch über die Standorte verteilt. Und ich glaube, den Möglichkeit zu geben, dass die Mitarbeitenden selbst aktiv werden können, posten können, ihre Geschichten erzählen, ist das, was uns am Ende zusammenwachsen lässt. Vielen Dank. Schön. Super. Danke. Nochmal einen Applaus für die Gewinner. Bleibt mal hier ein Foto. Sekunde. Kommst du mit aufs Foto? Danke euch. Wie schön ihr alle on-brand wart, alle mit den gleichen Pullis, fand ich super schön. Da sollten wir uns ein Beispiel dran nehmen, aber Starface-Branding, dann erkennt ihr uns ja. Wir wollen uns ja unter euch mischen. Wir kommen schon zur letzten Jury-Kategorie und die Jury-Kategorie ist wahrscheinlich, jetzt kennen viele von euch, Content-Formate. Was sind Content-Formate, die gut funktionieren und wer könnte das besser erklären als eine unserer Top-Customer-Success-Managerin? Begrüßt bitte einmal mit mir Marie Kretschmer. Dankeschön, Dankeschön. Genau, der Servo hat es schon gesagt, als Customer Success Manager bin ich für Content und Strategie zuständig. Deswegen ist das hier für mich auf jeden Fall meine Kategorie. Einige von euch kennen vielleicht die Theorie von Albert Mehrabian, wo es bei Präsentationen zu 55% auf die Körpersprache ankommt. Das heißt, ne, wie ist meine Präsentation, meine Präsenz hier auf der Bühne? Zu 38% auf die Stimmlage. Versteht ihr mich alle? Lispel ich irgendwie? Kommt mein Sächsisch durch? Und nur zu 7% auf den Inhalt, was total schade ist, weil ihr habt wahrscheinlich alle schon abgeschaltet und schaut nur auf meinen tollen grünen Anzug. Die interne Kommunikation hat diese Thematik nicht, denn was ist das höchste Gut in der internen Kommunikation? Die Aufmerksamkeit eurer Leser, eurer Mitarbeitenden. Das heißt, Inhalte müssen hervorstechen, sie müssen relatable sein, sie müssen relevant sein für meine Zielgruppe. Und dabei kommt es auch auf das Wie an. Wie erreiche ich meine Mitarbeitenden? Wie kann ich Informationen so darstellen, dass sie wirklich interessant sind, dass sie gelesen werden und nicht einfach nur nach der Überschrift abgeschalten wird? Und wie vor allem schaffe ich es, auch Interaktionen anzuregen mit meinen Inhalten? Artikelformate, Bewegtbild, Podcasts, Gamification, all das sind Sachen, die in das Thema Content-Format mit reinzählen. Und mit unserer Kategorie Best Content-Format küren wir die erfolgreichsten, innovativsten und vielfältigsten Formate abseits des Mainstreams. Und hier sind die Nominierten in dieser Kategorie. Wir haben die Fraport AG, ein international führendes Unternehmen im Airport-Business, die mit ihrem Format Ein Tag bei die Arbeit der Beschäftigten in den Fokus stellen und das Thema Flughafen erlebbar machen. Wir haben ATU, Autoteile Unger, kennt sicher jeder, ich habe auch erst meine Sommerreifen aufziehen lassen, die mit ihrem Möglichmacher-Award von Kolleginnen für Kolleginnen ein Award ins Leben gerufen haben, um einfach die Wertschätzung untereinander zu zeigen.
Und wir haben die Kessel AG, die ein Industrieunternehmen sind, Hersteller von Entwässerungstechnik, die mit Kessel in 100 Sekunden ein tolles Format entwickelt haben, wo man in 100 Sekunden jeden Freitag ein Video zu den aktuellen Themen in der Kessel AG hat. And the winner is... Die Spannung steigt. ATU, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Bitteschön. Alles Gute, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Die Frage immer, hast du damit gerechnet? Tatsächlich nein. Sehr schön. Und ich bin total happy, weil das war ein absolutes Herzensprojekt von uns. Wir haben da den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich eine Plattform gegeben. Wir haben den Leuten ein Gesicht gegeben. Also wir sind 10.000 Mitarbeiter und das war wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und jetzt mal noch so ein paar Fragen zum Format. Was hat euch dazu inspiriert? Gab es einen bestimmten Anlass, wo ihr gesagt habt, wir müssen das Thema irgendwie kreativ darstellen? Also klar, Mitarbeiterwertschätzung. Musste wieder in den Vordergrund. Wir haben auch nicht ganz so gute Zeiten durchgemacht, kann man so sagen. Und es ging auch darum, eine Haltung zu kreieren. Und das war eben diese Möglichmacher-Haltung. Also wir definieren uns selbst als Möglichmacher. Wir versuchen, Dinge möglich zu machen für Kundinnen und Kunden, aber auch für Kolleginnen und Kollegen. Und da war ein Mitarbeiter eben das Vorbild. Der ist der Möglichmacher, das ist der Dalibor aus unserer Münchner Filiale. Auch mit so einer richtig tollen Awardshow, wie wir es heute haben. Sehr schön. Ja. Noch eine Frage. Kannst du so Tipps geben für andere Kommunikatorinnen, was das Thema Content-Erstellung angeht? Gibt es da irgendwas, worauf ihr besonders Wert legt? Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also ich würde sagen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Also es kann nicht so viel schief gehen. Testet euch aus, probiert euch aus und dann wird es schon klappen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Dankeschön. Nicht so schnell. Sehr schön. So, first things first. Alle Preisträger bitte nicht wegrennen. Die Bar ist auch noch nicht eröffnet, also ihr dürft nachher gerne drauf anstoßen. Aber im Moment müsst ihr noch da bleiben, weil wir machen dann noch ein Gruppenfoto einmal mit allen Preisträgern. Aber wir haben hier, ihr seht, drei Stelen sind leer. Einer ist noch nicht abgeholt worden und wir kommen zur letzten Kategorie. Und die letzte Kategorie, ich habe das schon gesagt, ist eine besondere Kategorie. Ab jetzt, ich habe alle Umschläge abgegeben, ich weiß jetzt als Jurymitglied auch nicht mehr, was passiert. Das liegt jetzt dann gleich in euren Händen. Aber wir haben die Kategorie Best Comms Team. Das ist natürlich ein bolder Titel. Also der heute damit nach Hause geht, der kann seinem Chef sagen, hey, wir sind das beste Kommunikationsteam im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das ist vielleicht auch was wert. Und gerade Teamwork ist ein breites Thema und wer könnte uns zu Teamwork besser eine Rede und Antwort stehen als unser heutiger Gast? Und bitte begrüßt einmal mit einem riesigen Applaus Mozzi Mabuse. Hello.
Hallo. Hallo, Max. Hi. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Wow. Was ein Auftritt. Yes. Hallo. Dein Applaus. Hi. Danke für die Musik. Immer all, wo ich auftauche, spiele immer Trommel. Ich weiß nicht wieso. Ja. Nein, Spaß. Das liegt an deinem Auftritt. Ja, genau. Alles gut. Potze, es ist schön, dass du da bist. Wir haben eine tolle Kategorie. Wir haben ein paar tolle Nominierte. Wir gucken uns die dann gleich gemeinsam an, weil wir haben Videoeinreichungen. Aber ich dachte, wir sprechen vielleicht ein bisschen darüber, was macht denn für dich allgemein gesprochen ein gutes Team aus? Ja, ein gutes Team. Also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, jetzt mit meinen verschiedenen Unternehmen, was ich habe. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist tatsächlich erstmal eine klare Kommunikation, dass alle immer miteinander verbunden sind, aber auch genau zu wissen, die Leute, mit denen ich arbeite. Das heißt, zu wissen, wo die Talente liegen. Und dadurch, wenn ich weiß, jemand hat Talent für eine gewisse Etwas, die daran unterstützen. Und wir können uns gegenseitig unterstützen, dass jeder liefert seine Höchstleistung. Ich glaube, wenn ein gutes Team funktioniert, wenn die sich alle ergänzen, dann der Erfolg, im meisten Fall hoffentlich, ist nicht auszulassen, weil jeder arbeitet auf ein gemeinsames Ziel. Ja, ja. Ich glaube, gerade du bist auch ein super Beispiel dafür, weil du hast deine eigene Tanzschule, du bist ganz viel im Fernsehen unterwegs, du hast dein eigenes Management, sogar in zwei verschiedenen Ländern. Yes. Wie funktioniert das Team Mozi? Wie funktioniert das untereinander? Ja, Team Mozi ist relativ groß. Auch da ist es ganz wichtig, jetzt zu kommunizieren. Also ich habe die Teams in verschiedenen Ländern. Ich habe auch meine Teams in Deutschland und auch die Tanzschule. Aber jeder in das Team arbeitet auch im Team. Alles, was bei uns funktioniert, hat jeder einen Partner. Das, jeder weiß, ich kann mich verlassen auf meinen Partner. Wenn ich nicht da bin, es wird immer noch geleistet, weil man muss halt gucken, dass Sachen vorankommen. Und auch mit England und UK und Deutschland, da ist eigentlich ständig Kommunikation, ist eine Terminkalender, die muss reden, die muss schieben. Wenn irgendwas unangenehm wird, dann wird es sofort ausgesprochen und dann gucken wir, woran liegt das, was hat nicht funktioniert und so weiter. Also es ist ein ganzer Prozess, man ist in viele, viele Gespräche und Gespräche, für mich ist auch super wichtig zu Verständnis, zu sagen, das Gespräch ist nicht einfach, was wir verbal miteinander ausdrücken, einfach ich achte sehr darauf, ganz komplett auf die Stimmung, auf die Reaktion, auf diese Uch und Och und Lieblingswort in Deutschland, ach du Scheiße. Also das brauchen wir alles nicht. Ich brauche das nicht. Das bleibt von der Tür raus und dann zu Hause kann alles passieren. Aber wenn wir im Arbeitsverhältnis sind, alles, was ich tue, hat einfach eine Gegenenergie. Und das heißt, jeder Ausdruck, jedes Gesicht, jede Augen umdrehen, hat bei mir in dem Team zu Hause Arbeit nicht zu suchen. Das ist spannend. Wie gehst du mit so auch kulturellen Unterschieden um? Weil es ist ja ein Unterschied, wenn du mit deinen deutschen Teams arbeitest, im Gegensatz zu den UK-Teams. Ja, es ist ein Thema auch, weil ich auch aus Südafrika bin. Ja. Ich bin auch kulturell ein bisschen anders als Deutschland. Ab und zu muss man Themen ansprechen, wo die alle einfach nicht drauf aufmerksam sind. Auch mit Firmen, die vielleicht mit mir arbeiten und dann hinterfrage ich die Firma, was machen die und das und so weiter. Es sind halt sehr unterschiedliche Menschen. Aber man muss auch selber flexibel sein. Ne? Nobody is perfect. Ich muss auch spontan reagieren. Und muss ich einfach schauen, dass wir immer einen Flow haben. Mhm. Und Ups und Downs sind normal. Aber wir müssen so vorbereitet sein, dass sowas uns eigentlich gar nichts überraschen kann, die eventuellen. Ja. Ups und Downs ist ein gutes Stichwort, weil du bist ja auch viel auf Tanzturnieren unterwegs. Yes. Das sind große Truppen, 20, 30 Tänzer. Yes. Und man hat ja da schon irgendwie ein Problem will ich es nicht nennen, aber du hast eine Herausforderung, dein Team zu motivieren und dann vielleicht läuft es auch mal nicht so gut. Wie geht man dann mit Misserfolgen um? Was ist da so deine Herangehensweise? Also ich habe mit meiner eigenen Tanzerfahrung viele, viele Jahre getanzt und habe mich sehr lang damit beschäftigt, was läuft da schief, auch im Leistungssport, generell in Deutschland und so weiter.
Mit meiner Schule habe ich sofort von der ersten Tag arbeiten wir mit Coaches und Therapeuten. Das heißt, wir haben auch vor zwei Wochen für die Eltern einfach eine Therapie-Workshop, um dass die verstehen, die arbeiten mit Schülern, die Sport was leisten muss. Wie gehen die Eltern auch mit Niederlagen um? Wie geht das mit Eifersucht, mit, oh, du hast mein Kind 5 Minuten länger angeschaut? All diese Sachen werden sehr, sehr ernst genommen. Sehr, sehr oft machen wir ganz schnell, heutzutage geht einfach ein schnell Online-Meeting, werden die Sachen ausgesprochen, aber wir haben ständig Begleitung von Coach, von verschiedenen Energien, die in der Gruppe kommen und einfach die Sachen klären, dass Sachen nicht aufbauen. Das dauert ein bisschen, das ist ja klar, es ist viel Mühe, aber zum Beispiel in England, wo ich auch tätig bin, im Team gibt es auch Unterstützung. Wenn irgendwas ist, gibt es Möglichkeiten, wo man sich einfach aussprechen kann und, und. Es ist ein bisschen anders, weil ich finde, beim Sport, beim Leistung muss man ein bisschen verbinden, was passiert im Kopf, was passiert allgemein, um dann gut leisten zu können. Ja. Ja? Wahrscheinlich im Business auch. Also man merkt das schon, du hast auch viele Bälle parallel in der Luft. Ich erinnere mich, als wir vor ein paar Tagen gesprochen haben, da warst du gerade auf dem Weg im Auto zu Let's Dance. Yes. Und wir haben darüber gesprochen, wie machen wir das hier, wie läuft das alles ab. Das heißt, du hast viele Themen parallel. Das geht vielen hier im Publikum auch so, weil im Business ist es eben nicht anders. Hast du ja ein paar Tipps, wo du sagst, achtet darauf, das macht euch das Leben einfacher, so handelt ihr diese Parallelität? Auf alle Fälle, wenn irgendwas mich stört, ich versuche das so schnell wie möglich zu klären. Also man lernt, ich musste auch lernen, sehr, sehr schnell. Du kommst als junges Mädchen, da ist sehr, sehr viel Energie, erst traust du dir nicht. Jetzt sage ich schon und ich muss lernen, das auch zu sagen, dass ich das nicht emotionale Basis gehe. Dass ich einfach Fakten, ich kläre das sehr, sehr schnell, ich bin da auch ein bisschen straight. Ich gucke, dass da immer Kommunikation ist. Ich gucke aber auch, dass wenn irgendwas schief läuft, dass Accountability, dass man sagt, oh verdammt, ich habe da einen Fehler gemacht, weil dann ich hoffe, dass man wahrnimmt, was da los ist und was passiert, dass das passiert. Das ist für mich super wichtig, dass das Team versteht, was ist los. Ich habe klare Ziele, das verstehen die und wir arbeiten alle in diese Richtung und wer das nicht versteht, reden wir. Reden. Also wir merken, wir kommen immer wieder auf das Thema Kommunikation zurück. Deswegen ist es auch schön, dich heute hier zu haben, weil es sind ganz viele Kommunikatoren und Kommunikatorinnen hier. Es ist super spannend, diesen Spagat, den du machst, von Mutter zu Tanzlehrerin zu Fernsehstar unter einen Hut zu bekommen. Und wir haben vor ein paar Minuten darüber gesprochen, wie unterschiedlich sind Teams. Und wir haben heute hier ja 5 nominierte Teams dabei, die wir uns jetzt einmal anschauen. Und das Besondere ist, wir haben alle Unternehmen, die gesagt haben, ich möchte mich gerne bewerben, dazu aufgefordert, uns ein Video zu schicken, das das Team vorstellt. Und wir haben uns das gemeinsam angeschaut. Es sind tolle Videos dabei. Es ist auch, glaube ich, eins dabei, das gefällt dir ganz besonders gut. Und wir gehen die jetzt der Reihe nach durch. Und ihr seht einmal, wir haben 5 Finalisten. Das heißt, wir fangen von oben nach unten an. Und wir gucken uns als erstes die BWF Projekt GmbH an. Und die BWF hat ein ganz besonders tolles Video eingeschickt, auch mit viel Musik. Das heißt, du wirst es, glaube ich, genießen. Your thing. My thing. Schauen wir mal rein. Sempre può calare dal mano bene. Chiamando se è baccalare perché me. Oh mamma. Kreativ. Besonders das einschlagendes Team, das fand ich besonders schön. Das muss man am Ende erstmal verstehen. Also definitiv ein guter, kreativer Start. Ja, spannend. Also ich mag das, wenn man, andere Sachen mal probieren. Ein bisschen dancing out of the row, sagt man. Und gerade Kommunikationsteams, die viel kommunizieren, da steckt viel Kreativität drin. Sehr gut gemacht. Dann schauen wir mal auf den zweiten. Yes, unser zweites Team ist T-System. It's getting Magenta. Ja. Magenta. Wir mal. Das ist, glaube ich, auch deine Farbe. Wir schauen mal, was die T-Systems gemacht haben. They own me, Magenta.
Wir sind das Team der internen Kommunikation. Wir sind ein richtig gutes Team, denn uns ist es gelungen, trotz räumlicher Distanz und 100% Remote-Arbeit ein emotionales Verhältnis zwischen uns aufzubauen und ein richtig gutes Team zu werden. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Wir haben vielfältige Aufgaben im Team und meistern den Alltag mit richtiger Woman-Power. Und wie wir das alles machen, erzählen wir euch gern bei der Voices in Berlin bei der Preisverleihung. War viel Energie dabei. Viel Energie. Wunderbar. Einsatz. Einsatz. Und auch wieder musikalisch unterlegt. Wir haben ein drittes lokales Unternehmen aus Berlin, die Alba Berlin. Und wir schauen mal, was die Kollegen und Kolleginnen von Alba uns geschickt haben. Frühstück und Basketballfans. Jetzt können wir ja natürlich mal die Probe machen. Da stand gerade Basketballfans. Alba Berlin ist bekannter Basketballclub. Wie viele Alba-Fans haben wir heute hier? Aber das sind die richtigen Berliner. Aber vielleicht wissen es einige von euch nicht. Starface selbst sponsert ein lokales Basketballteam in Chemnitz, nämlich die Chemnitz Niners. Wo sind denn die Chemnitz Niners-Fans? Vielleicht ein bisschen unfair, aber ein bisschen Lokalverbundenheit für uns als Unternehmen ist auch ganz gut. Wir lieben Sport. Also ich habe jetzt unser viertes Team, das ist Henkel AG, ein deutsches traditionelles Unternehmen, das quasi jeder kennt. Schauen wir mal, wie Henkel Kommunikation für 50.000 Mitarbeiter macht. Schauen wir mal rein. Da bin ich gespannt. Sehr stark, sehr einladend. Ja. Man möchte Teil des Teams sein. 24 KommunikatorInnen für Henkel, das ist natürlich auch eine Hausnummer, aber sehr mitreißendes Video auf jeden Fall. Sehr mitreißend, sehr schön. Sehr schön, dann haben wir Nummer 5 in der Runde und wir kommen zum zweiten Mal Magenta heute. Und dieses Mal ist es die Telekom AG und die Telekom AG hat ein ganz besonderes Video eingeschickt und ich glaube, das wird dir sehr gut gefallen. Dann bin ich gespannt. Weil die Telekom AG sorgt sich darum, dass es ganz viele Markenbotschafter für die Telekom gibt und sie haben uns ein Snippet aus ihrer Markenbotschafterkampagne geschickt, weil das Ziel ist es, nicht das eine Kommunikationsteam zu haben, sondern das ganze Unternehmen zu Kommunikator
Renn- und Kommunikatorinnen zu machen. Und ja, wir schauen mal, wie sie das tun. Oh yes. Jerusalem, ikayala mi, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayala mi, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Oh. Was sagst du? Super schön, sehr schönes Projekt. Sehr schön. So, ihr habt Motzi zum Tanzen animiert. Besser könnte es eigentlich nicht sein. Yes, das hätte weitergehen können. Es gibt bestimmt eine längere Version. Hast du einen Favoriten, ohne es zu sagen und zu verraten? Die letzten beiden fand ich super stark. Ich würde nicht sagen. Mehr sage ich nicht. Also ich sage die letzten beiden, das war's. Ich kenne das, jeden Freitag bei Let's Dance. Wer denkst du fliegt heute raus? Ich so, oh Leute, weiß ich nicht. Also ich sage erstmal, für mich sehr, sehr schön. Natürlich mit Jerusalem aus Südafrika, das Lied aus Südafrika. Aber man unterschätzt die Wirkung vom Tanzen. Tanzen ist sehr, sehr gut für alle, auch für Kommunikation. Auch. Daher, ich sage nichts. Auch Tanzen transportiert Emotionen, ist also sehr wichtig für Kommunikation. Also wir wohnen in Frankfurt und wir haben auch ganz viele Unternehmen und ganz viele Banker und so weiter und haben einige, die sehr oft bei uns in die Tanzschule kommen, weil man erstmal mit sich erstmal auseinandersetzen muss, um dann mit anderen Menschen zu kommunizieren, zu verbinden, Connection. Und viele kommen einfach bei uns, nehmen Privatstunden, nicht diese Gruppensache, um einfach mit sich auseinander, mit ihrem Körper auseinanderzunehmen. Man darf das wirklich nicht unterschätzen. Und die Energien im Körper sind super wichtig. Wunderbar. Yes. Dann hoffe ich, ihr habt auch alle ein Bauchgefühl, weil jetzt ist es an der Zeit, dass ihr entscheidet, wie das Ganze ausgeht, wer diesen letzten Award heute mit nach Hause nimmt. Und das Ganze funktioniert wieder, ihr kennt das Spiel, über die Voices-App. Ich hoffe, ihr habt alle euer Smartphone dabei. Ihr bekommt da jetzt gleich eine Push-Benachrichtigung. Die führt euch zu einer Abstimmung und dort könnt ihr einmal aus diesen 5 eingereichten Videos wählen, wer soll denn das beste Comms-Team werden. Können wir auch? Du kannst auch sehr gerne abstimmen. Ich habe auch schon die Push-Benachrichtigung bekommen. Du darfst es nur nicht sagen und ich darf es nicht sehen. Ich drücke mal für dich auf jetzt abstimmen. Und du siehst da die 5 Teams nochmal und sagst, ich stimme jetzt ab. Ich hoffe, ihr macht das auch alle mit. Nicht beeinflussen aus der Ecke da hinten, bitte. Ich bin schon fertig. Wunderbar. Der Trommelwirbel kümmert es an. Ihr seid alle am Abstimmen. Vielleicht kann jeder, der abgestimmt hat, mal für mich einmal das Smartphone kurz hochhalten. Oh, da gehen schon eine ganze Menge Hände nach oben. Wunderbar. Das hat super funktioniert. Dann würde ich sagen, Motzi, Nick, the stage is yours. Ich komme gleich wieder mit dem Ergebnis. Euch viel Spaß bei ein bisschen Unterhaltung des Publikums. Sehr gut. Dankeschön. Danke dir. Hey, how are we going? How are we starting? Okay, guys. Wir bitten euch alle aufzustehen. Ach du Scheiße, habe ich gerade gehört. Ich hab gerade gehört, ach du Scheiße. Das ist ein ganz anderer Willkommen. Okay, guys, so, ihr habt nachher Party, richtig? Ja. Also, wenn das so losgeht, das wird eine Bombe-Party. Richtig. Ihr bist du, habt bist nachher du noch da? Party, oder? Bist du noch da bei der Party? Okay, wir wollen in Stimmung kommen. Man darf nicht zum Party gehen und dann erwarten einfach, dass das Spaß macht. Man muss auch für den Spaß sorgen. Ihr sorgt für eure eigene Stimmung mit der Hilfe von The One and Only Nick. Wir kommen in Stimmung, bis das Ergebnis kommt. Und das heißt, get ready to dance. Nein, okay, Spaß. Ich sehe schon Stress. Die Schultern gehen hoch. Alles so. Okay, Gruppe 1.
Team Larry, okay? Hier ist die Mitte, ich bin die Mitte. Gruppe 2. This is Motzi's group. Here we go. Team Motzi. Team Fiona. Group 3. Hey. Team. And Team Veronica. Group 4. Okay. Band. Beat. Basic beat. Bam. Okay, let's clap. Everybody. Okay, das geht. Alles klar. Kriegen wir hin. Okay. Look at Larry. Stamp. Alles klar. Stamp. Yes. My name? Team Motzi. What are you gonna say? Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Go on. Go on. Go on. Go on. Go on. Go on. Clap, 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 clap. Go on. Go on. Go on. Go on. Go on. Go on. Look at Fiona. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Go on. Go on. Boom, cha. Boom, boom, cha. Okay, listen. Here we go. Boom, boom, cha. 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 Come on. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Let's go. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Good, 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 good. Let's go. Boom, boom, cha. 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 Boom, cha. Let's go. Hey. Oh. Oh. Hey. Oh. Come on, team. Come on. Louder. Boom, boom, cha. Hey. Okay. Get up. Okay. 4, 3, 2, 1. Again, go! Boom, boom. And boom, boom, cha. Boom, boom, cha. Let's go! Boom, boom, cha. Weiter, boom, cha. Boom, boom, cha. Boom, boom, cha. One more time. 4, 3, 2, 1. You're back. Ich glaube, die Stimmung ist gut. Also, ich würde sagen, wir sind bereit für die Party. Always. Oh. Jede Party bin ich dabei. Seid ihr jetzt auch bereit? Call me. Oh, ich glaube, ihr habt sie ein bisschen zu sehr erschöpft. Wie sieht es bei dir aus? Ach, Quatsch. Bei mir ist alles super. You're ready for the party. I'm ready. Okay, ich sehe dich später, ne? Wir sehen uns später. Sehr gut. It's a lie. Ich habe wieder einen goldenen Umschlag. Yes. Und wir schauen mal gemeinsam rein. Großen Applaus von euch nochmal an die 5 Teams, die eingereicht haben. Super. Ihr habt gesehen, wir haben fast 900 Stimmen bei dieser Abstimmung. Das heißt, fast 1000 Leute haben das Ganze entschieden. Und Motzi, ich würde sagen, wir schauen Engagement. Mal, an wen das Best-Comms-Team der Award geht. Oh, an wow. BBF-Gruppe. BBF. BBF, wo seid ihr? Wow. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Sehr schön. Woohoo. BBF. Einmal deine Wort. Alles Gute. Wie fühlt sich das an, jetzt plötzlich bestes Comms-Team zu sein? Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich bis vor so 3 Stunden nicht mal wusste, dass wir im Finale sind.
So schnell kann es gehen. Fühlt sich super toll an. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht eure Kommunikation umstellen, ihr müsst jetzt eine Kommunikation vorbereiten. Wahrscheinlich ja. Wunderbar. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Besondere Ehre, besondere Award, mit Mozzi Mabuse auf einer Bühne und den Award übergeben zu bekommen. Ihr bekommt tolle Fotos auf jeden Fall für eure interne Kommunikation. Und mal schauen, stellt euch nächstes Jahr wieder zur Wahl. Ihr werdet Konkurrenz bekommen, glaube ich. Mal schauen. Sehr schön. Wir machen noch ein Foto gemeinsam. Und dann dürfen die anderen Gewinner und Preisträger gerade noch einmal in Richtung Bühne kommen, bitte. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Du kannst gleich hier bleiben und die anderen Preisträger kommen bitte noch einmal zu mir. Die Laudatorin bitte auch einmal zu mir. Tommy, Marie, Lara, Marco. Kommt zu uns.